Hallo, happy Sunday. Warum ist das so unscharf? Doch, Livestream. Nein, das ist kein Livestream. Soll ich anmachen? Das ist immer unpraktisch mit dem Livestream, wenn die Maus Hunger bekommt. Was nicht gesagt werden darf. Ja, und dann wird oft was gesagt, was nicht gesagt werden darf. Genau, das kann ich nicht rausschneiden. Ja, ich wollte euch berichten, meiner Schulter geht es etwas besser. Ich habe noch das Tape drauf. Und ich merke die Schulter oder den Nacken auch noch, aber es ist schon wesentlich besser als gestern. Und ich habe gut geschlafen. Mit dem Brenner ist vor allem, habe ich mal erklärt, gezeigt. Ja, Bernd hat heute Morgen Unkraut weggebrannt mit dem Calvino, ja. Mit so einer großen Gasflasche. Und er konnte halt hier nicht so viel machen, weil er viel am Rand war, wo Holz ist verkleidet, wollte ich nicht brennen lassen, aber ja. Ich kann am Laden machen, da ist ja genug zum Brennen. Ja, können wir mal in meiner Mittagspause machen, dachte er. In deiner Mittagspause? Ja, und habe ich gesagt, dann können wir auch nächstes Mal in deiner großen Pause Mathe weiter Aufgaben machen. Ne? Ich sage, in Pause ist Pause. Ja. Dann können wir gerne mal nachmittags machen, wenn ich um 15 Uhr wieder da bin. Ja, okay. Ja, nein, das ist ja nicht schlimm, habe ich immer nur gesagt, dann, dass er halt in der Pause gerne Pause machen würde. Ja. Und dann, okay, oder wir machen alle Pause da, sagt er dann. Dann kann er alleine draußen. Ich sage alleine, dass ich damit nicht rumlaufen kann. Nein. Dann brennt dann ja ein Kabel durch oder so. Aber es ist ein Rückventil, das ist super. Also wenn das zu schnell Gas entweicht, dann klickt das irgendwie zu, steht da drauf. Du lachst mich an, du hübsche Maus. Ja, der Papa hat mich da einfach liegen lassen, hat mich da hingelegt und liegen lassen. Die ist eingeschlafen. Ich hätte auch gerne weiter mit ihr da gelegen, aber da habe ich keine Zeit für den ganzen Tag da zu liegen. Nein, sie ist nicht eingeschlafen. Papa hat sie einfach liegen lassen. Mein Papa hat sie liegen gelassen. Aber weil sie mich so angenörgelt hat, wo ich dann da. Ja, jedenfalls heute ist Sonntag und wir haben ganz viel zu tun. Der Bernd hat halt schon das Unkraut gemacht. Ich habe schon die Betten abgezogen und bezogen. Wäsche waschen muss ich ganz viel. Und dann kommt jemand von eBay Kleinanzeigen. Wir haben was verkauft und wir bekommen Besuch am Nachmittag. Und wir müssen eine große Runde spazieren gehen. Ganz viel zu tun. Soll ich Silber nehmen dann? Ja. Oder möchtest du Silber nehmen? Wegen dem Hund, nicht wegen deiner Schulter. Mir ist das schön. Etzi, gehst du jetzt beim Papa ins Tuch? Ja? Oh. Dann wirst du sie übernehmen. Nein. Du hast sie doch gerne, oder nicht? Im Tuch. Hm? Du hast sie doch gerne im Tuch. Ja, du vielleicht auch. Ja, ich auch. Aber wenn du arbeiten musst, dann kannst du sie, was strahlst du so? Dann kannst du sie immer nicht nehmen. Ich nehme sie auch, mir ist egal. Gehst du rüber? Oh. Hallo. Wo ist mein Mädchen? Hi. Hallo. Hi, bist du gut drauf? Bist du gut drauf? Ja. Du bist so ein Sonnenschein. Ja, das stimmt. Du lächelst, geht die Sonne auf. Ein ganz pflegeleichtes Baby, ne? Du lächelst, da geht die Sonne auf. Selbst wenn sie einen quengeligen Tag hat, ist sie eigentlich noch pflegeleicht. Ist sie eigentlich so, wie viele Kinder sind, wenn sie einen guten Tag haben. Ja, das stimmt. Ja, wir machen jetzt die große Runde. Mittagsrunde. Ja. Und dann lassen wir den Roboter hier nochmal laufen, den Staubi. Und dann muss ich gleich unbedingt nochmal wischen. Wenn wir Besuch bekommen, ist sie ein bisschen doof aus. Bisschen dreckig. Sollen wir Kamin auch noch was draufschmeißen, ja. oder nicht? Gut. Zack. Zack. Auf oder zu die Klappe hier? Zu. Wenn da Glut ist, zu. Das Glut dann auf jeden Fall nach. Ja, ist Glut. Glut, dann ist gut. Glut ist gut. Und Etty, bist du bereit? Gehen wir jetzt spazieren? Oh, eigentlich bist du noch müde, ne? Ja, darf ich dich ein bisschen kraulen am ganzen Körper? Wir lernen gerade unsere tägliche Dosis Ungarisch. Ich habe jetzt so eine App runtergeladen. Und also wenn man die auf Ungarisch sieht, die Wörter, dann ist das relativ einfach in Anführungsstrichen. Aber andersrum finde ich das wesentlich schwerer halt vom Deutschen in Ungarisch. Das kann ich mir wesentlich schwieriger merken. Deswegen bin ich ja immer dafür, in dem Land die Sprache zu lernen. Also deswegen werden wir hier, glaube ich, nur so Vokabeln lernen und die Sprache wirklich zu sprechen, das lernt man am besten dort.
Oder was sagst du, Bernd? Ich sag, mein Brett ist geplatzt. Toll, ich habe gerade gewischt. Ja. Toll. Die Maus schlägt. Ja, jetzt nicht mehr. Kiram. Wird jetzt hier vorgelesen. Entschuldigung, entschuldigen Sie. Entschuldigung. Entschuldigung. Elnesest. Hallo. Hallo. Jonaport. Dabei gibt's was zu essen. Das ist so ein Tortellini-Salat, was der Bernd gemacht hat. Mit Gurken, ganz klein geraspelt, Zwiebeln und Fleischwurst. Na? Kaffee, und Bernd hat sich einen Wrap gemacht. Kleines Pulver. Ich muss euch was zeigen. Ich bin gerade total beeindruckt. Ich hatte euch erzählt, dass ich bei Pat Babysachen bestellt habe für die Morli. Unter anderem so ein Body, den zeige ich euch. Diesen hier. Der ist so mit Glitzer, wie ihr sehen könnt. Weiß mit Glitzer. Und ja, den hat die Morli einmal angehabt. Und beim ersten Mal tragen ist der halt sehr verschmutzt gewesen. Und da habe ich gedacht, naja, okay, wenn ich den jetzt so heiß waschen muss, weil ich hätte ihn mindestens 60 Grad waschen müssen, dann geht der Glitzer halt ab. Und habe mich damit abgefunden, dass sie den halt nur einmal anhatte. Und jetzt habe ich den einfach in der Kochwäsche mitgehabt. Und schaut mal, der Glitzer ist noch vollständig drauf. Ist nirgendwo ab. Und das war Kochwäsche, 95 Grad mit Vorwäsche. Ist das nicht unglaublich? Wahnsinn. So, ich habe hier Bananen, Schokobananen und Schokoerdbeeren gemacht. Schon mehr als die Hälfte weg. Die sind so lecker. Kann man gar nicht aufhören zu essen. Versucht ihr da einzuschlafen? Also sie oder? Die Glocken zu. Nein, die sind auf. Okay. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Ja, wir waren gerade spazieren. In ihrem Schuppen. Und dann war sie fast eingeschlafen. Bei Regen und Sonnenschein. Ja, wir sind erst gegangen. Da hat es geregnet, angefangen. Und dann war es schön. Wir wollten schon umdrehen, ne? Ja, ja. Soll ich dir jetzt deine Salbe nochmal aufs Auge machen? Zum Schlafen. Sonst schreibe ich die wieder rein gleich mal zum Schlafen. Eigentlich war es besser geworden, aber... Heute glätscht es wieder. Ja, genau. Was ist der Unterschied zwischen einer Kuh? Einer Kuh und? Calvino? Und mir. Stell mal die Frage der Mama. Welche? Mit der Kuh. Was ist der Unterschied zwischen einer Kuh? Mu oder der Euter? Was ist der Unterschied zwischen einer Kuh? Ja, keine Ahnung, erzähl. Jetzt habe ich nur gesagt, dass ich immer 18 ist. Sag jetzt! Aber ich weiß es nicht. Hallo, Kuh. Sag es für Bernd macht immer so komische Rätsel. Wo nur er die Antwort weiß, die ist dann so ausgedacht, die Antwort. Was ist der Unterschied zwischen einer Kuh? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ist der Unterschied zwischen einer Kuh? Löst du es dann auf oder nicht? Wenn ein Calvino 18 ist. Mach das ist scheiße. Immer sag dir, wenn du 18 bist. Erst viel vor, wenn du 18 bist. Wir haben 3 Tage Meeting, wenn Calvino 18 ist. Was wir dem alles erzählen müssen dann. Der läuft einfach wie Forrest Gump dann nur geradeaus. 3 Jahre. Ich hab das gar nicht erzählen, was ich erzählen in der Zeit, wo ich 18 bin. Ja, bis du 19 bist. Wollt, wenn ich 18 bin. Bis du 19 bist, dann weißt du alles. Was war mit Rasieren? Hab ich da erst gemacht. Ein Gesicht, meinst du? Eigentlich, möchtest du auch Banane? Morgen. Hab ich eigentlich erst gemacht die Woche. Wer sagt hallo, 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 meine Maus ist da. Ich setze mich jetzt bei Herrchen auf den Fuß, weil dann kann ich besser hochspringen. Dann bin ich ein bisschen höher. Und es ist nicht so kalt am Poppes. Mhm. So, was erzählt sie? 18 bin ich. 18 wenn ich 18 bin. Ja. Die hat gesagt, die fährt mit mir nach Budapest.
aber nur, wenn der Zwiebel auf dem Porri wächst. In einen Pflegebiegel holen. Ein Pflegebiegel, boah, ich sehe aus, ne? Nimmst du mal kurz die Molly, bitte? Ja, juckt mir in die Zähne. Ich hab's noch nicht. Ach so, dann... Hast du? Ja. Dann lege ich sie hier rein. Ich wollte eben den Vlog beenden. Ja. So, wir hatten Familiengespräch über Ungarn. Jedenfalls habe ich jetzt nicht mehr weiter gevloggt. Molly hat schlechte Laune und deswegen wollte ich den Vlog jetzt nur noch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir kümmern uns jetzt um Molly. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Komm her. Ach, bei mir ist wieder gut? Ja, du riechst nach deiner Milch. Nein, ist nicht gut. Hi. Hallo. Hey. Oh, oh. Molly, Schatz.